So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, da es heute ja das Endspiel ist, alles heute dreht sich um die WM 2018 und ich habe noch reichlich Produkte da, wie ein Display, wie verschiedene Multipacks, aber da ich ja noch so viele Stickertütchen lose habe, öffne ich heute mal ein paar Stickertütchen und hoffe natürlich damit, mein Stickeralbum voll zu kriegen. Werde ich natürlich heute nicht schaffen, aber das versprochene Sticker-Sammel-Mappen-Update kommt heute auf jeden Fall auch nochmal. Ihr seht das dann, was ich alles geschafft habe. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an, ein paar Stickertütchen zu öffnen. Und vielleicht klappt es ja diesmal, dass ich ein paar deutsche Spieler mehr finde. Ihr kennt ja mein Problem. So viele Stickertütchen, Multipack, Blister, alles schon aufgemacht, aber eben wirklich verdammt wenig Deutsche. Und jetzt an alle die, die Russia 2018 auch gesammelt haben oder noch sammeln. Wie vollständig ist euer Stickeralbum? Habt ihr es viertelvoll, halbvoll, dreiviertelvoll oder sogar voll? Einige haben mir ja letztes Mal schon drunter geschrieben, dass sie alles schon voll haben. Schreibt mir doch mal, wie viel ihr ungefähr ausgegeben habt. Alle anderen natürlich auch, die es wissen. Weil, ich sag's mal so, heute ist das Endspiel, heute wird mal abgerechnet, wie viel man bis jetzt ausgegeben hat, würde mich echt interessieren. Weil einige haben es ja geschafft, für rund angeblich 600 Euro circa das Stickeralbum voll zu kriegen. Ich weiß natürlich, was ich bis jetzt aufgemacht habe. Ist auch einiges an Geld gewesen und was ich hier noch liegen habe. Aber ihr wisst ja, was ich angefangen habe, bringe ich auch zu Ende. Ich werde das Stickeralbum auf jeden Fall voll haben. Bloß wann ist die Frage. Na, die kleben aber ganz schön. Ja. Schon wieder ein paar Tüten aufgemacht. Und keinen deutschen Spieler gefunden. Ha, ihr wisst ja, wenn man sich beschwert, passiert was. Ich habe einen. Yay. Das war jetzt 1, 2, 3. Jedes vierte Tütchen ein deutscher Spieler. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Vereinslogo fehlen mir einige noch. Und wie gesagt, einige werden bestimmt wieder drunter schreiben, warum ich auf die Vereine nicht eingehe, auf die Spieler. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil jeder hat einen anderen Verein lieber, jeder einen anderen Spieler. Alle anderen YouTuber machen das, ich nicht. Ich mache dafür in eurer Zeit mehr Tütchen auf, mehr Videos, aber das wisst ihr ja, die Stammzuschauer bei mir sehen es positiv. So, dritte Tütchen nach den deutschen Spielern. Aber es glitzert letzte Zeit mehr. Das bedeutet auch, Vereinslogo. So, jetzt kommt das vierte mal wieder. Insgesamt das achte. Beim vierten hatte ich gerade einen deutschen Spieler drin. Also müsste es jetzt auch wieder klappen. Hä? Ein deutscher Spieler. Das kann es doch nicht sein. Jedes vierte Tütchen. Dann zählen wir jetzt nochmal die Tütchen ab. Dann habe ich auch meine Lieblingsvideozeit mal wieder überschritten. Aber nur jetzt als Gag teste ich das nochmal aus. Nein, da ist... Oh,
Oh, was ist das denn? Lottogewinn? 2 Sticker. Nehme ich erstmal. Und dann 2 Sticker in ein Tütchen. Ah, aber leider habe ich sie schon. Schade drum. Ja, aber trotzdem, 2 Sticker-Tütchen werde ich noch aufmachen. Dann werde ich sie natürlich alle einkleben. Und dann werde ich natürlich das Sammel-Sticker-Update machen oder produzieren. Definitiv kommt das heute noch ins Netz gestellt. Weil das habe ich euch ja versprochen. Dann mache ich das. So, und hier ist es nun. Das letzte Russia oder WM 2018 Stickertütchen für heute. Wer sie natürlich sammelt, bei denen es nicht mehr gibt, ich werde natürlich immer unter ein Video verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Die meisten wissen das ja. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Also wie gesagt, das letzte Stickertütchen, dann werde ich sie alle einkleben und das Update, Sammelmappen-Update machen oder produzieren für euch. So, und das waren sie jetzt natürlich erstmal. Jetzt, wie gesagt, werde ich sie einkleben. Deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.